Hallo und herzlich willkommen zur Coverage der deutschen Yu-Gi-Oh! Meisterschaft 2018. Wir haben ein fantastisches Turnier für euch dieses Wochenende. Wir haben wieder mal über 1000 Spieler. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob es 1047 oder 1074 sind. Ich habe es auch nicht genau gehört. Wir geben euch den finalen Stand nach Runde 1 durch, weil ein, zwei Leute wollten sich auch noch etwas später anmelden. Wir, das sind einmal ich, Oliver Germann, euer Moderator fürs Wochenende. Wir haben unseren Veteranen hier auf dieser Seite, den Umo Zerin. Und das erste Mal dabei in dem offiziellen Stream von Konami, der gute Leo König. Hallo. Und er ist von uns dreien der zuletzt erfolgreichste Spieler. Er hat nämlich die niederländische Meisterschaft gewonnen. Genau, mit purem Trickster. Mit purem Trickster. Das heißt, ihr habt heute auf jeden Fall zweimal geballte Expertenmeinungen, wobei Umut immer so tut, als wäre er ein bisschen mehr Casual-Spieler. Ultra. Und Leo kann ihn dann immer korrigieren und kann dafür sorgen, nein, pass auf, es geht eigentlich anders. Wir haben uns traditionsgemäß in der ersten Runde den deutschen Meister des letzten Jahres geholt. Um euch vielleicht nochmal kurz so ein bisschen zurückzuversetzen. Wir hatten Joel Rammershofen letztes Jahr relativ früh gefeatured, so in Runde 7 oder sowas, weil wir gesagt haben, na, der spielt Windwitch Evoke, wir wissen nicht, wie weit diees kreative Deck kommen wird. Das war aber genau der Meta-Read. Ne? Also ja. Wir holen es mal ins Feature-Match, bevor es rausfliegt. Ja. Und einer von 34 Spielern im Turnier hat es dann geschafft mit dem Deck, er war dann der Einzige in den Top 8, der hat quasi den perfekten Bild gehabt, hat in- und auswendig gewusst, wie man damit spielt und wollte es auch dieses Wochenende wieder spielen, soweit ich weiß. Ja, er hat sich, glaube ich, Er hat es vergessen. Letzte Woche wohl auf einem Turnier das gespielt, lief, war auch recht erfolgreich, Top 4 auf irgendeinem Regionals. Okay. Und hat sich wohl dem Druck der Masse hingegeben und spielt jetzt, wir können es verraten. Ja, können wir machen. Sky Striker Trickster. Eins der großen Decks, die wir häufiger sehen werden dieses Wochenende. Es wird wohl das meistgespielte Deck werden. Ja. Es war sehr erfolgreich zuletzt in New Jersey. New Jersey, Und ja, es ist sehr dominant. Die Trickster-Engine funktioniert sehr gut gegen die Skystriker-Engine und zusammen mit der Skystriker-Engine ist das noch stärker. Okay. Ja, der Gegner von Joel spielt allerdings nicht eins der großen Decks sozusagen. Er spielt World Chalice und ich habe gehört, du bist ein riesen Fan von dem Deck, Leo. Ja, ich bin... Man sieht, wie er den Kopf schüttelt. Es ist ein tolles Deck. Okay, sehr gut, ja. Er hat sofort gelernt, wie man Coverage macht. Richtig, alles ist positiv. Ihr habt euch die beiden Decks mal angeguckt und dir ist aufgefallen, dass es wir nennen es mal vorsichtig, nicht ganz so ideale Entscheidung gibt beim Deckbau. Genau, nämlich ist Freunden von mir und mir selbst dann auch beim Testen aufgefallen, Kaijus sind sehr beliebt, seitdem sie rausgekommen sind, sind super, um Boards zu outen, um Bossmonster loszuwerden. Oft wurde Gamizil gespielt, weil er die niedrigsten Angriffspunkte hat, aber allerdings ist das Problem, dass das World Chalice Deck, was ja sehr selten gespielt wird, aber wenn es dann mal kommt, sehr stark ist, Gamma-Ziel auf die eigene Feldseite legt. Das heißt, du kannst keinen Kaiju auf die Gegnerseite beschwören, wenn da schon ein Kaiju liegt. Und wenn du dann den Gamma-Ziel spielst, dann kann er auch nicht über den anderen Gamma-Ziel rennen, weil er in Death beschworen wird. Wenn du allerdings einen der 3300er Kaiju spielst, Jizuriku oder den anderen Typen da. Ja, wir werden ihn sehen heute. Ja. Der kommt dann, läuft über den Kaiju, nimmt, glaube ich, 3 Negations alleine weg und kann dann das Spiel für dich gewinnen, wenn du ihn spielst. Ist es sowas, was man erst rausfindet mit vielen Testen oder ist das so, das weiß jeder? Nee, das ist etwas, was man irgendwann merkt, wenn man auf einem Turnier gegen, gegen den World Chalice spielt, der vielleicht in der ersten Runde noch nicht lag. Dann hast du den Kaiju auf der Hand, denkst, ja super, ich habe ein Out für sein Board, ich kann das brechen und dann liegt dann da der Kaiju und du denkst, ja gut, das ist echt komplett nutzlos jetzt. Aber ich sehe jetzt bei ihm jetzt nur ein Kaiju, oder? Ja, der Gamizil, den kann man sich aber suchen. Nur ein Gamizil, genau. Und ja. Den benutzt er halt auch nur, weil er die mit der Spell da negation genau. will. Also. Ja, es ist ja für den speziellen Fall, dass jemand World Chalice spielt. Aber wir werden sehen, ob das entscheidend ist. Wir sind schon ein bisschen hinter dem Main Event. Es ging relativ pünktlich los heute Morgen. Deswegen würde ich sagen, wir packen uns jetzt mal rüber zum Feature Match Tisch und starten das Runde 1 Feature Match. Go, go, go. Ja, hier sehen wir auf der rechten Seite Philipp Simon, auf der linken Seite Joel Rammershofen. Ihr kennt den Aufbau hier einigermaßen gut von der YCS. Wir haben heute quasi denselben Aufbau hier. Das heißt, wir haben die perfekte Information auf der linken, auf der rechten Seite und können euch zum Beispiel auch schon die Starthände von den Namen Jungs sind aber zeigen. Falsch rum, weil der Joel sitzt rechts vom Bild her. Genau, der Philipp spielt das World Chalice Deck. Ja. Okay, dann müssen wir einmal die Namen noch austauschen. Das koordinieren wir noch ein bisschen besser. Aber wir sehen es ja auch, die Agent of Creation Venus, die jetzt gerade aufs Board gekommen ist, die müsste eigentlich auf der linken Seite liegen. Mein Gott, ist das eine Hand.
Und mit Mein Gott, ist das eine Hand, meinst du, Mein Gott, ist das eine gute Hand? Ja, also er kann jetzt erstmal Agent of Creation Venus, also sehr stark geworden durch die Lenkmechanik, drei Monster zu beschwören, die eigentlich alles, was viele Monster... Alles mit Soul Charge. Genau. Alles mit Soul Charge. Ja, die Soul Charge ist ja noch extra. Ich meine, ja. Venus alleine ist schon eine ziemlich gute Combo, wenn du, glaube ich, noch ein Monster dazu hast für eine extra Summon. Mhm. So gut kenne ich mich mit dem Deck leider auch nicht aus. Aber wenn du noch die Soul Charge dazu hast und dein Gegner keine Handtrap hat, wie das in dem Fall von Joel ist. Ohne Soul Charge machst du schon unheimlich viele Kombos, ja, hier. Zumal, ja, du noch die Foolish hast. Jetzt kommt der Sarjulia. Also, ja, das ist schon, vor allem man sieht auch direkt, da hat jemand getestet. Also da, ja, da dauert nichts irgendwie unnötig lange. Und Geschwindigkeit ist natürlich gerade dieses Wochenende auch wieder ein großes, großes Thema. Ja. Mit einer Policy-Veränderung, die wir bestimmt ein-, zweimal im Feature-Match auch erleben werden. Da bin ich mal gespannt, ob das einen merklichen Einfluss auf die Feature-Matches haben wird. Also ob wir, ja, ob wir wirklich sehen werden, Leute nehmen sich da weniger Zeit als sonst und spielen nochmal einen Tick schneller vielleicht. Also früher war das immer so, wenn ein gewisses Board liegt, musstest du Karten investieren, um das zu brechen. Und danach, ja, fehlten die Ressourcen. Mhm. Okay, das, mal gucken, wie Sky Striker damit jetzt... Ja, ja, da hatten wir mal schöne Zitate von einigen Leuten, die dann auch so als Experten wie ihr dieses Wochenende fungiert hat. Die haben zum Beispiel gesagt, wenn dein Deck nicht über eine Negation spielen kann, dann hat es nichts in einem Turnier verloren. Und wenn es vorne mitspielen will, muss es mindestens durch zwei Negations, ja, durchspielen können. Sonst brauchst du nicht anzutreten, sozusagen. Weil man meistens mit sogar der schlechtesten Hand, je nachdem im Pendel oder wer weiß, ja, genau, mindestens, ja, zwei Negations hinlegen, ja, kann. Es übrigens auch, wenn ich mich recht entsinne, ein komplett anderes Bild, als wir letztes Jahr im Finale gesehen haben. Denn dort hatte Joel Max C und Flying C und dann noch eine Dimensional Barrier. Also er hatte da quasi alle Antikarten. Sogar, wo wir gesagt haben, dass er keine gute Hand hat, war es optimal für den, ja. Stimmt, ja, das war damals die Situation. Ging halt genau auf. Ja. Allerdings, Joel spielt drei Handtraps, leider keine geöffnet. Lockbird tut im Deck relativ weh. Mhm. Nach dem Sarjulia Draw kann man sich keine Karten mehr adden. Ash und Vayla. Vayla hätte sehr weh getan. Vayla, ja, auf Venus wäre sehr, sehr, sehr schmerzhaft gewesen. Ich glaube, dann wäre der Zug direkt vorbei gewesen. Oh, ja. Joel muss seine Karte lesen. Ja, es ist Taktik. Er tut Taktik. Nur so, als kennt er die nicht. Das ist der böse Turm. Das ist der böse Turm, der zwei Monster aus dem Deck speziell beschwört, wenn er dann auf den Friedhof gelegt wird. Und der... Sehr viele Kombos werden dadurch... Musstest du dagegen spielen auf der Nationals in Holland? Nein. Gott sei Dank nicht. Ich habe in Bochum Runde 10 dagegen spielen müssen. Okay. Und wie schlecht warst du denn da gestanden? Kleiner Eck. Ich stand zu zwei da. Okay, also auf der Bubble, naja. Ja, ich habe eine letzte Runde dann kassiert. Ich habe gegen das Deck noch gewonnen. Mhm. Und war dann, fand es sehr witzig, dass ich auf World Chalice getroffen bin. Und dann war dann noch eins in Tops und es ist ja dann durchmarschiert. Das, okay, der Italiener, glaube ich. Ja, aber so. Ich habe nicht gegen den Italiener gespielt. Ich habe gegen einen... Ich habe dagegen in Prag gespielt, da war ich auch am Bubble noch, irgendwie glaube ich Runde 8 oder 9. Und es war ein italienischer Gegner und alle Karten waren italienisch und ich kannte quasi keine, naja, einzige. Das heißt, wir waren so lange im Overtime, weil ich jede Karte nochmal übersetzt haben musste von Schiedsrichter. Und dann habe ich irgendeinen Nischeneffekt von diesem blöden Turm vergessen und dann habe ich verloren. Dasselbe ist mir doch in Rimini passiert. Mein Gegner nur italienische Weltkelchkarten und niemand kennt Weltkelch. Ja. Und er spielt 40 Minuten. Ich mache einfach eine True Deco Summon, er packt ein. Ich dachte mir, okay, und Game 2 dasselbe. Okay. Also ich habe im Grunde... Also er wusste, dass er True Draco nicht mag. Ja. Das hat er sehr genau. Im Grunde hat er 38 Minuten gespielt und ich habe nur zugeguckt. Und hat 2-0 gewonnen. Ja, aber seht schon, die Top-Technik ist, dass man auf, ja, der deutschen Meisterschaft zum Beispiel mit italienischen Karten spielt. Ja. So, falls sich jetzt die Leute wundern, warum wir jetzt nicht auf das Spielgeschehen eingehen, wir haben fast alle Decks, die oben mitspielen, spielen halt Standard-Kombos. Es ist jetzt richtig rum. Jetzt nein, immer noch nicht. Nee. Also jetzt sind die Seiten verkehrt. Also die Karten sind auf der richtigen Seite. Nee, ja, sorry, auch nicht. Entschuldigung. Doch, nein, auch nicht. Ist alles, also, ja. Aber muss ich... Wir können auch nochmal rebooten hier, die App. Hilft, ja, das? Nein. Nee. Na gut, ihr kriegt es hin, Jungs. Das ist nicht so unendlich kompliziert. Okay, wir machen nochmal einen kleinen Reboot, aber das ändert für euch eigentlich nichts daheim. Ja, Leonard, du siehst doch auch den Joel sehr häufig auf Turnieren. Ja. Und er ist eigentlich seinem Invoke-Deck recht treu geblieben gewesen. Ja, deshalb, ich glaube auch, dass er es vergessen hat. Ich bin mir da ziemlich sicher, das gehört zu haben. Sehr schade eigentlich. Ich muss aber sagen, ich bin gerade ein bisschen begeistert von dem World Chalice-Spieler. Weil er alles hat. Nein, weil er Fairy Tail Snow spielt. Ja, aber er spielt Brilliant. Also ja, aber das nutzt man ja meistens, um... Ja, aber die Fairy Tail Snow ist halt, er hat halt nach der Combo
hat er mindestens 8 Karten im Friedhof. Mhm. Und er kann dann Fairy Tale Snow als Interrupt, ja, genau, eine Negation mehr. Also. Das finde ich sehr gut, das habe ich nämlich vorher noch gar nicht gesehen. Ja. Oh, er extra linked. So, jetzt habe ich es richtig und ihr habt es hoffentlich jetzt auch richtig. Nein, also nur rechts, die Live-Points stimmen noch nicht. Ja, okay, das ich glaub auch gleich. Das kriegen wir gleich noch hin. 6, 5 oder so. Aber wir kommen der Sache näher. Oh. Ist das kein Extra-Link? Also. Ja, also wer jetzt gerade eingeschaltet hat und die letzten 5 Jahre keine Yu-Gi-Oh! Mehr angeguckt hat, also so als Info, es gibt jetzt diese Link-Monster, von denen kann man immer nur eins vom Extra-Deck beschwören, wie ihr gerade gesehen habt. Und wenn aber das eine da liegt und woanders hin zeigt, mit so einem Pfeil, der auf dem Link-Monster drauf ist, vielleicht kriege ich da auch nochmal so ein Bild für euch drauf, dann kann man allerdings dahin noch eins beschwören. Das klingt also erstmal so, dass man dann vielleicht zweimal in einem Zug beschwören kann. Wenn man es richtig macht, wie ihr hier jetzt gerade seht, dann kriegt man auch 5 in einem Zug raus. So als allgemeine Info für jemanden, der jetzt erst einsteigt. Bevor wir jetzt den Move von Joel bewerten mit der Topf, findest du das Board? Ich finde das Board nicht gut. Er hatte alles. Ja, also das hätte extra Link sein müssen, auf jeden Fall, bin ich mir sicher. Also das ist, da ist keine Negation, oder? Doch, Trigate ist in der Mitte von Saryuya, Ip, okay. Und sehe ich jetzt. Okay. Er ist auch geschützt durch Ip. Oh nein, Ip tributet. Nein, das war Proxy Dragon. Ip schützt ihn, glaube ich. Ip kann sich tributieren und schützen. Ja, doch. Aber wenn sie ihn schützt, dann tributiert sie sich. Das heißt, Trigate ist nur noch zweimal gecolinkt. Und er hatte Kauz auf der Hand. Also ja. Sehr, sehr gut. Das hätte er besser machen können. Also was wäre sinnvoller gewesen? Ja, wie der Leo da schon gesagt hat, Extra Link. Also besonders, ich weiß jetzt nicht, wie das... er hätte auf jeden Fall... Er hat die Nightmares auch drin, also die Albtraum-Links. Das heißt, die werden wir heute auch noch einige Male sehen. Ja. Fast jedes Link-Deck muss die spielen. Er packt aber einen. Unabhängig davon, genau. Also es war im Grunde jetzt nur die Handtrap, die ihn rausgenommen hat, weil da lagen über 8000 auf dem Board. Ja. Ja. Ja, aber furiose Eröffnung für Philipp Simon, der dem amtierenden deutschen Meister, noch amtierenden deutschen Meister hier direkt mal ein bisschen gebremst hat. Also es ist auf jeden Fall sehr gut für World Chalice, weil es, ja, jetzt kann es ein bisschen lockerer aufspielen, kann sich das zweite Spiel anschauen und drittes Spiel startet es wieder. Ja. Ja. Vor allem, also ich meine, Trickster baut ja jetzt nicht das größte Board auf, allerdings ist der Reincarnation Drawing Lockbird Lock sehr unbeliebt, weil er, einem die komplette Hand wegnimmt. Das heißt, er muss sehr stark aufpassen, wenn er der Zweite ist, der spielt. Auch wenn ich Joel das gönne, aber diesen Move möchte ich so wenig wie möglich heute oder morgen sehen. Das ist dieser unfaire Move mit Kauz und Reincarnation. Genau, wenn der Gegner sich eine Karte vom Deck auf die Hand nimmt, durchziehen oder suchen, darf man die Reincarnation auf den Game State des Suchens aktivieren und danach Draw and Lockbird anketten, also Kauz und Schlossvogel. Kauz und Schlossvogel verhindert dann, dass die Leute ziehen dürfen oder enden. Und die Reincarnation, die resolvet dann so weit, dass er seine Hand banishen muss, aber er darf nicht mehr ziehen, weil Lockbird ja schon aktiv ist. Dann lass uns mal kurz auf die Side-Decks eingehen. Also jetzt, beide haben nicht viel von ihrem Deck gesehen. Also der Joel wird schon mal gegen Weltkelch gespielt haben, weiß im Grunde... Philipp hat viel von seinem Extra-Deck gesehen. Ja, das aber auch. Andersrum wäre es genauso gewesen. also dadurch, der Joel wird als erster wird starten. Mhm. Und meinst du, er wird starten, Leo? Weil ich sehe sein Board gerade sehr auf Second gehen. So. Ja. Ghost Reaper. Du hast aber Philips Deckliste. Du hast Philips Liste. Ach so. Ich habe die von Joel, aber die ist auch sehr auf Second. Also er hat zweimal die Shared Ride Karte drin, Mitfahrgelegenheit. Okay. Super gegen Sky Striker, wenn man anfängt. Aber gegen Weltkelch. Genau, aber der Rest ist sehr auf Second mit Twin Twister, Mind Crush, Mind Control. Mind Crush ist Second und First gut, vor allem in diesem Format, weil man oft die Himmelsjäger-Mobilisierung-Angriff klauen kann, wenn man der Zweite ist. Aber ich meine, Trickster ist eine Engine, die sehr gut First gehen kann. Du willst die Reincarnation haben, du kannst dem Gegner viel klauen und auch die Handtraps bringen. Also vom Board würden wir bei beiden, glaube ich, sagen, die gehen Second, aber Trickster wird First. Aber ich würde auch nicht den World Chalice-Spieler anfangen lassen. Sag mal, wenn du so verloren hast, das erste Game, bist du meistens auch nicht motiviert, dass dir dasselbe im zweiten Game passiert. Nee, eben. Also selbst wenn du ein bisschen boarden kannst, dann sagst du dir, ich möchte jetzt erstmal wenigstens mal einen Zug spielen. Ja. Es wäre nicht der erste deutsche Meister, der 0-1 startet.
Das ist richtig, ja. Ich glaube, das man könnte fast sagen, dass es eine Tradition ist. Ja. Aber drei Spieler schon, die ich kenne, die 0-1 gestartet sind, deutscher Meister geworden sind. Achso, ja, das auch, ja. Aber kennst der amtierende Meister, also Alpay auf jeden Fall einmal. Dann noch zwei. Einer ist, reimt sich auf Luc Bran. Duk Tran. Ah, Duk Tran. Der Chamberlain-Spieler. Ja. Ja. Das habe ich früher in irgendeiner Zeitung der gelesen. Auch 0-1 und der Pendel. Deutsche Meister vor zwei Jahren. Pendelmeister vor zwei Jahren. Timo Hempel. Timo Hempel. Das war auch in Mainz. Ja, genau. Ja. Der könnte hier heute auch gutes Omen quasi haben. Ja, wir verraten jetzt nicht im Stream, wer was spielt, aber wir hoffen natürlich, dass viele ehemalige deutsche Meister recht weit kommen. Wenn Duke dabei ist, dann können wir fast davon ausgehen, dass er wieder Chamberlain spielt, oder? Wir guessen, also wir raten. Ich habe zu dem Sieg von Timo Hempel eine sehr witzige Geschichte, nämlich hat ein Freund von mir gegen ihn gespielt, die haben beide gebabbelt und Timo hatte wirklich nichts mehr auf dem Feld und nichts in der Hand. Und er sagt, ja, eigentlich kann mir nur noch ein Monkeyboard das Game gewinnen. Mein Kollege sagt, ja komm, dann zieh das mal. Er deckt die oberste Karte auf, ist ein Monkeyboard, pendelt 5, Game over. Das ist ein schönes Spiel. Und deswegen hat Konami die Pendelmechanik ein bisschen abgeschwächt. Ja. So, beide zu Ende geboardet, wird gemischt. Ja, Joel wird starten. Ja, das ist, glaube ich, gar keine Frage. Mein Crush ist auch eine sehr gute Karte. Ja, vielleicht sehen wir es auch gleich, wenn wir die Starthände reinbekommen. Hier ist ein Scapegoat. Oh. Das sind mehrere Engages. Oh, aber sehr gute Hand. Und Scapegoats. Auf der Seite von Joel. Philipp ist die Hand nicht so stark. Okay, wir haben eine Ash. Genau. Lockbird. Ash, Lockbird. Das ist hart. Aber er kommt nicht wirklich rein. Ich sehe da noch ein Ball. Wusstest du, dass Drolan Lockbird nicht once per turn ist? Ja. Das wissen sehr, sehr viele Spieler nicht. Doch, die kann man noch an sich, also die kann man noch in einer Chain zweimal spielen. Das ist sogar irgendwann mal relevant gewesen. Nee, das war Max. Wir sehen auch direkt. Max auch, das stimmt. Nee, nicht Max C, sondern diese. Die andere. Nein, wir hatten das mal in irgendeinem Feature-Match auf einer YCS. Da war das tatsächlich relevant, dass die in einer Chain zweimal. Ja. Cosmo. Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Reimt sich auf Leta Schroß. Ja. So, wir sehen jetzt übrigens mal, warum das Sky Striker Deck gut ist. Wer das bisher noch nicht gesehen hat, der kriegt jetzt hier die Demonstration sozusagen. Also wir sehen die Drohne, die Schnellzauberkarte, die beschwörten Token. Token bleibt eigentlich nie auf dem Feld. Kann man weglegen und legt den Kagari hin. Mhm. Und der, wenn er beschworen wird, kann er aus dem Friedhof eine Sky Striker Himmelsjägerkarte wieder auf die Hand. Da gibt es den Reuse. Ja, jetzt ist das die Engage? Wie heißt die genau, auf Deutsch? Genau, das ist Himmelsjäger Mobilisierung Angriff. Und ich denke mal, er wird sich jetzt den Anker suchen. Da ist er. Anker ist eine sehr, sehr interessante Karte. Wenn du kein, da kommt das Drawing. Wenn du kein Main-Monster kontrollierst, ist eine Schnellzauberkarte, kannst du ein Effektmonster wählen, annullierst deinen Effekt und dann könntest du es bis zum Ende der Runde klauen. Diese Einschränkung, dass du kein Monster in deiner Main-Monster-Zone kontrollieren darfst, die ist ja meistens auch nicht so entscheidend, sage ich mal vorsichtig. Weil alle relevanten Karten Schnellzauberkarten sind. Ja. Die ketten sie einfach an und können bis zu drei Monster vom Gegner klauen und dann damit angreifen. Das klingt fair. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob Philipp, der eine sehr schlechte Hand hat, versucht zu bluffen. Nämlich gibt es ja die Karte Evenly Matched. Und es gibt da diese interessante Interaktion zwischen Reinkarnation und Evenly Match, dass man, wenn man kein Evenly hat, aber eine schlechte Hand, in die Battle Phase geht und sagt, ohne was zu spielen, und der Gegner Angst bekommt vor Evenly Matched. Und in dem Fall von Joel, der gerade 4 Karten hat, wäre das natürlich ein ziemlich harter Schlag. Aber was würde denn passieren? Er würde seine eigene Karte vielleicht annullieren, aber die wird ja trotzdem gebanished, wenn Evenly Matched kommen würde. Ja, man macht das ja am Anfang der Battle Phase, genau. Und das machen viele Leute, um ihre Hand zu fixen quasi. Es sieht aber nicht so aus, als ob er den Move vielleicht kennt. Nee, also das ist ziemlich dead giveaway. Das ist schon ein Garant. Niemals blind MSTing eigentlich. Aber der Move wäre besser gewesen, den du gerade genannt hast. Ja, weil mit der Hand kann er gar nicht spielen. Ja. Er hat eine Fee, World Legacy. Okay, Game Over. Ja. Also eigentlich müsste er jetzt einpacken. Ja, Scapegoats, eine Karte, die früher sehr stark war. 2004, 2005. Es gibt Leute, die haben eine gute Hand und packen jetzt wieder nach Scapegoats ein. Ja. Ja, es war früher auch so. Im Code-Format. Aber jetzt kann ich 4 Runden lang nicht angreifen, das geht natürlich nicht. Aber vielleicht will er uns eines Besseren belehren. Vielleicht hat er noch was. Also wir sehen jetzt, wie gesagt, in der Hand Lee the World Chalice,
Monster World Legacy Succession. Ich würde gerne wissen, was die Succession macht. Ich guck mal, dass ich für euch... Die, ah, schade, die haben wir nicht für euch drin. In dem System. Ist das die Extra-Normal? Nee, eins weglegen, eins beschwören. Ist das die? Es klingt vom Effekt her logisch so einigermaßen, weil Succession ist ja Nachfolge. Ja. Wenn du mir den Effekt auf den Namen auf Italienisch sagst, dann kann ich dir vielleicht sagen. Aber ja, ich glaube, dass du heute noch so einen Nervenzusammenbruch bekommst. Das halt. Ich habe Angst. Das erinnert mich wieder an mein italienisches World Challenge Game. Die Leute, die dann bis morgen zuschauen, die sind dann schon, ah, jetzt fängt er wieder damit an. So, da sind schon mal... Imduk und eine Linkspinne. Das ist halt das Interessante an den Linkmonstern. Ne? Also selbst wenn du nur so ein normales Monster hast, das sonst nichts kann, irgendwas geht halt damit trotzdem dann plötzlich. Ja. Nicht so unendlich viel, aber ein bisschen was. So, interessant ist auch, dass Joel auf den mystischen Raumtyphon, der die Scapegoats getroffen hat, die angechained hat und damit seinen eigenen Anker quasi tötet. Hm. Und jetzt, wenn der Philipp was machen kann mit den Karten, was durchaus möglich ist, weil ich glaube, Lee gibt dir noch... Die andere Karte war ein Engage. Nee, das ist auf der Hand. Was war denn noch Set? Reincarnation. Hier ist es. Ja, Trickster Reincarnation sitzt hier. Okay. Also... Macht man nicht jetzt eine für Reincarnation? Die Lee weg? Nee, nicht. Den kleinen Hundi. Ja, den kleinen Hund weg. Der mit Ra-Sphäre-Modus spielt. Ja, doch. Ich glaube, das ist sogar wirklich Rasphären-Modus. Guck mal. Den kleinen Hundi. Das also ist ein kleiner Rasphären-Modus. Ah, vom Artwork her. Jetzt macht's Klick. Ja. Klick, klick, klick. Ist das ein Drache? Stimmt. Das ist ein Drachenhundi. Naja, Guardrangen. Das ist ein Wachdrache. Ja gut, der Name sagt eigentlich schon, dass es kein Hundi ist. Ich habe die Karte, aber ich hab das Deck, aber ich habe es noch nie gespielt. So, was ist der Draw davon? Darauf kommt es jetzt an, glaube ich. Venus. Aber keine extra Normal. Ja, das ist eine Venus. Er hat schon nochmal beschworen, diese Runde, ja. Hm. Er kommt da in irgendeine Karte ran, damit er nochmal extra normeln kann? Nee, ne? Nee, sieht nicht so aus. Jetzt kommen hier die Angriffe. Räumt drei Token ab. Ich frage, ob er die Extrazone durch die Kagari benutzen kann, ist die Frage. Er kann. Aber wäre es jetzt nicht schlau, den Phönix zu machen? Spielt er einen Phönix? Spielt er, damit er die Karte schießt. Aber er hat noch einen Engage, ne? Ja, okay. Ja. Aber das weiß er nicht. Das weiß er nicht. Ja, ich denke mal, vielleicht Phönix oder so. Ja, Handkarte ab und schießt. Genau, das wird dann den Anker treffen. Das ist clever, das nimmt OTK-Potenzial weg und der macht es einfach nicht, damit er nicht durch Kampf zerstört werden kann, denn die Nightmare-Effekte haben, sobald sie geco-linked sind... Zeigt er nach oben? Ja. Ja. Nach oben und nach links. Links. Rechts. 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 Den haben wir hier leider auch noch nicht in der App, aber das fixen wir heute im Laufe des Tages. Wir werden heute noch besser im Laufe des Tages. Hat er gerade noch eine... Was hat er denn gezogen? Der hatte die Venus gezogen. Joel ist jetzt gerade dran. Lilibell ist hier neu in der Hand. Lilibell, okay. Ja. Schade, dass man die bei dem Drawbase-Ziel nicht beschwören kann, ne? Ja, das ist... Ich habe die sehr oft schon auf der Hand gehabt. Ich habe mich sehr oft über diese kleine Karte geärgert. Aber interessant, dass er Lilibell gezogen hat. Das war nämlich gar kein so schlechter Draw. Er muss ja jetzt, um seine Engages für den Search und den Extra-Draw zu aktivieren... muss er seine Main-Monster-Zone freikriegen. Das heißt, er könnte jetzt zum Beispiel den Cerberus beschwören, den Nightmare Cerberus, die Lilibell abwerfen und den Phönix zerstören. Und dann von der Reincarnation, die in seinem Friedhof ist, zu profitieren. Weil die Lilibell kommt. Genau. Und, ja, oder aber sie aber weg. Er hat keine Leckeres. Nein, aber vielleicht linkt er sie einfach nur weg. Es ist zumindest besser als ein toter Discard. Das stimmt. Das heißt, er kann einige Faxen machen. Der Anker liegt ja jetzt immer noch bei ihm. Mit dem Anker könnte er... Er könnte auch sich den Phönix gleich klauen, sobald er sich ein Monster hinlegt. Wenn er vorher das Hornet macht, bevor er die Lilibell beschwört mit der Falle, kommt er auf den Sayuya in Main Phase 2. Ja. Was ihn komplett ins Spiel zurückbringt. Guck mal, da ist der Space Insulator. Das ist auch eine Möglichkeit, aber jetzt nicht die erste, auf also die wir gekommen sind. Das Witzige, Olli, diese Kamen hat noch nicht mal auf der Sneak eine Rolle gespielt. Ja. Na ja, gut. Und das heißt ja nichts. Ich denke, er wird gleich den Phönix klauen wollen mit dem Anker, sonst hätte er nämlich nicht den Space Insulator gemacht. Aber mit Cerberus kann man die Linkspinne nicht zerstören, weil man nur ein Main-Monster-Zonen-Monster töten kann. Deshalb ist es sinnvoller, einfach nicht diesen Link in Cerberus zu verschwenden quasi, sondern sich den Friedhof mit Ressourcen wie Space Insulator zu füllen. Da gibt es nämlich eine sehr interessante Kombination zwischen Insulator und dem Trisbane, ja.
der neuen topologischen. Der kann aber nur einmal beschworen werden, ne? Genau. Okay. Was ist die genaue Combo? Der kann nicht in demselben Zug. Der beschwört sich vom Friedhof selber zurück, wenn ein Cybers-Monster beschworen wird. Und das heißt, du gehst auf einen Link wie Topologic Bomber Dragon oder Topologic Trispania. Dann kann man ihn direkt beschwören in eine Zone, auf die das topologische Monster zeigt. Und dann wird direkt der Effekt getriggert. Und man kann entweder Monster zerstören oder Zauber der Fallen. Er hat gerade eingepackt, weil er ist er auf OTK gegangen. Philipp war jetzt relativ klar, dass da nichts mehr kommen wird. Und interessanterweise, obwohl er immer noch nicht gewusst hat, dass unten noch die Sky Striker Schnellzauberkarte lag. Er hatte jetzt zwar Venus für den nächsten Turn, aber was kann er beschwören? Zwei Vanillas nur noch. Ja, also ich glaube, er wusste ein Scheinball war weg. Ja, der Anker, ich glaube, der war Public Knowledge. Ich glaube, der hat sich mit Engage gesucht. Ah, okay, ja. Und, ja, stimmt, der hat ihn ja nicht geschossen, also wusste er, dass das stimmt. Tja, jetzt aber World Chalice geht first und Joel. Hey, jetzt muss das Board her. Also wir sehen hier die Mind Control zum Beispiel. Ja, und Joel ärgert sich gerade darüber, wenn er sich seinen Side-Deck anguckt und nur einen Ra im Kugelmodus sieht. Oder Sphärenmodus. Das ist nämlich eine Karte, die man durchaus mal sehen will gegen das Deck. Wie wir schon gerade gesehen haben, ein Board aus 6 Monstern. Ja. Mit einer Snow im Friedhof. Das war das andere, was du vorhin, als du vor dem Spiel mal über die Deckliste geguckt hast, gesagt hast. Genau. Also den Sphärenmodus würdest du immer zweimal spielen. Genau. Also grundsätzlich. Ja. Aber er hat auch noch andere Karten, um das Board zu outen. Zum Beispiel hat er Mind Control und Evenly Matched. Die Karten können zwar alle durch einen Trigate Wizard annulliert werden, aber wenn er zwei Karten hat, um den Trigate-Effekt rauszuholen, kannst dann du mir ist sagen, es wie viele Handtraps? 9. 9 Stück. Ja, dann könnte echt Even Called by the Grave aus dem Side rein. Ja. Jetzt bei Philipp. Selbstverständlich. Ja. Also, weil ihr seht uns ja gerade nicht. Umut spricht und hat die Deckliste von Philipp in der Hand und sagt, er hat auch Antworten nochmal. Ja, nur eine. Die Caught by the Grave, das ist die, wenn eine Handfalle, also eine Handtrap aktiviert wird, also eines der Monster wie Ash Blossom, Kautz, Effekt-Wähler, dann kann man die aktivieren. Und weil sich die Karte, nachdem sie als Kosten abgeworfen wurde, im Friedhof befindet, kann man sie entfernen und annulliert sozusagen alle folgenden Effekte. Genau. Wissen wir denn ungefähr, wie viel Zeit noch in der Runde ist? Da können wir mal gucken, ob wir mal... Leider nicht. ...was von Max bekommen, unserem Mann, der hier in der Zone liegt. Der wird uns da bestimmt gleich eine Info geben. Und ansonsten sehen wir hier irgendwelche Karten, die jetzt aufgrund der neuen Timeout-Regelung oder beziehungsweise der End-of-Match-Procedure reingekommen sind. Also bei mir ein sehr fairer Spieler. Ein sehr faires Board, würde ich jetzt mal sagen. 17 Minuten haben wir noch. Also das könnte schon auch reichen für noch ein Game. Ja. Ja, also ich glaube, dass hier keine extra Karten in das Deck gepackt werden müssen, um vom Timeout zu profitieren, denn die Trickstars burnen. Über welche Karten reden wir denn so, die uns überraschen werden? Naja, wir haben jetzt wieder gehört, dass Poison of the Old Man plötzlich wieder gespielt wird zum Beispiel, was ja... Gift des alten Mannes. Ja. Gagaga Cowboy. Ja, solche Sachen halt. Oder hier, also, es gibt eine neue Handtrap-Effektmonster. Firecracker. Auf Deutsch Kracher. Natürlich. Der kann man abwerfen in beiden Spielzügen und macht dem Gegner 1000 Schaden. Ich glaube, du überspringst dann deine nächste Draw-Phase, aber das interessiert dich ja nicht, wenn wir im Timeout sind. Wenn gerade die Mainphase des Gegners die letzte Phase ist, dann ist das nicht so. Dann ist es zu verkraften, behaupten. Also, ich denke, mindestens bei dem Chamber, deutschen Meister, den wir mal hatten, werden wir die Karte sehen. Ja, mit Sicherheit. Der Chamber, deutschen Meister. So, hier haben wir jetzt aber auch beide Starthände. Wie gesagt, World Legacy wird anfangen. Es ist nicht ganz schon so gut wie wieder die Soul Charge. Ja, die Soul Charge, aber und die Venus fehlt diesmal. Aber. Ja, es ist gar nicht so schlimm für ihn. Nee, es ist. Die Ash Blossom kommt jetzt und da wird Called by the Grave direkt erscheinen. Sehr gut. Mit Reborn und... Aber wir sehen halt trotzdem noch einen Effektverschleierin, die echt sehr, sehr viel Unfug... Das ist eine gute Antikarte dann. Ja, ja. Also ja, Joel hat diesmal zwei Antworten. Ja, ich glaube aber, dass der Effektwähler würde Philipp, er würde ihn sehr stören. Allerdings hat er Reborn und Soul Charge auf der Hand. Das heißt, er wird trotzdem auch durch diese Handtrap irgendwie alles weglegen können. Ein dickes Link-Monster bauen. Und dann nochmal alles irgendwie zurückholen können, um dann wieder dicke Link-Monster zu bauen und dann von den Effekten der Karten zu profitieren. Was muss, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Philipp ein echt gutes Board hinlegen wird. Ja. Was muss der das klingt aber Joel ziehen? Ganz schön mutigen Einschätzung.
Ja, Joel hat aber echt eine echt gute Hand. Also ein Engage und Hornet auf der Hand kann man... Also wir wissen übrigens, dass die fünfte Color bei Joel noch die Light Stage ist. Das, die fehlt uns gerade hier in der App. Ja. Also die hat er noch, aber die bringt ihm gerade... Er durfte wieder einen suchen können, ne? Also... Das sind zwei echt Bombenhände, wenn ich ehrlich bin. Wird sich nicht beschweren, wenn du mit denen anfängst. Jeder Hand, die den Gegner, also nicht den, die den Gegner, die einen spielen lässt, ist gut. Also gerade in so einer Situation, Spiel 3, wo es bei der deutschen Meisterschaft, möchtest du jetzt nicht mit einer schlechten Hand, ich packe ein. Nee, mit drei Mystical Shine Balls? Ja. Na gut, aber ich überlege, kommt hier noch was? Es kommt noch was, oder? Ja. Aber Soul Charge und Reborn ist schon ein bisschen dreist, finde ich persönlich. Ja, vor allem, wenn man zweimal Soul Charge hat. Also, das tut schon ordentlich das weh. Das ist schon so, hier, ich mache dann noch mal was. Das ist wieder der TV-Werbekanal. Moment, wir legen noch einen drauf. Wenn du jetzt bestellst, gibt es noch ein Messerset gratis dazu. So, ich versuche gerade die Formel zu finden, wie du aber ein richtiges Board spielen kannst. Wortspiel? Bordspiel. Bordspiel. Mit einem Wortspiel am besten. Garnet. Wer beschwört Garnet? Er. Warum beschwört er in dem Fall? Okay, den Dings kann man nicht beschwören, den Seraphine wahrscheinlich. Sonst war nichts im Friedhof? Nein. Imduk. Cool Karte. Ich habe auch Imduk bis jetzt in keinem anderen Deck mal ein Spiel gesehen, also. Obwohl, es gibt einige Decks, die normale Monster gespielt haben. Ja, aber der zeigt ja nach oben und hat sonst keinen extra Effekt, von dem andere Decks als World Chalice profitieren. Deshalb ist der vielleicht, also ich glaube, Linksbeider ist da fast immer die bessere Option. Und hatten wir nicht vorhin die Diskussion, dass der Effektwähler auf diese Extra Summon extrem oft entscheidend ist? Weil das haben wir jetzt letzten Endes genau jetzt gesehen. Macht das jetzt hier einen Unterschied? Oder ist es nicht ganz so wichtig? Weil, wie wir schon am Anfang gesagt haben, Soul Charge und Wiedergeburt. Ja, in dem Fall. Also ansonsten wäre es wahrscheinlich jetzt relativ gut gewesen und sehr störend. Also jetzt einfach, er zahlt 3.000 oder 4.000? 3.000, okay. 4.000. Ach, kann man den? 4.000. Ja, den kann man auch holen. Einfach alles weglegen. Einfach alles wieder hinholen, dann wieder irgendwas machen. Ja, der wurde korrekt beschworen mit Brilliant Fusion. Ja. Genau. Und... Ja, yeah, you can only gain this effect once per turn. Du kannst ihn nur einmal pro Turn erhalten, aber nicht, also activaten kannst du ihn so oft wie du willst. Und er hat ihn ja nicht erhalten, er wurde negiert, also dementsprechend kann er ihn ruhig nochmal. Ja. Mutig so kurz vorm Timeout, eine Soul Charge auf 4.000 zu drücken. Naja, was heißt so kurz vorm Timeout? 17 Minuten waren es. Das werden nur noch zwei Spielzüge. 3 Minuten oder so. Also ich glaube schon, das müsste passen. Ja gut, das ist ich weiß ganz genau, wenn da jetzt, also er spielt die Karte nicht. Ein Imperial Order zum Beispiel wäre Game Over. Ja. Fatal. Devastating ist es im Englischen immer. Auf Deutsch? Ja, verheerend. Es ist ein schönes Wort dafür. Das Blöde ist, wenn mein Kopf ein Wort passt, egal welcher Sprache, dann kenne ich meistens nur das eine Wort. Man ist es dann gewohnt, dass man halt auch im Deutschen das englische Wort sagt und dann ist gut. Deswegen, war das ein Evenly-Match? Set? Nee, das ist ein okay. Phantomschädelritter des Phantoms. Irgendwas mit Brigade. Ich ärgere mich immer noch, dass wir Evenly-Match nicht mit Zweikampf auf Augenhöhe. Falls ihr euch wundert, es ist eine Falle, die kann man aktivieren, wenn man keine andere Falle im Friedhof hat, kann man sie im selben Zug beschwören als Monster. Und ist Krieger. Und jetzt geht's richtig los. Jetzt fängt die Party nämlich an. Er hatte seine Normalbeschwörung, soweit ich weiß, noch nicht benutzt gehabt. Das heißt, er tributet den bösen Turm über sein Monster, das da gerade lag, welches ich gerade schon wieder vergessen habe. Also, den Ip hatten wir und davor war... Irgendwas lag da. Ja, ich gucke, was wir noch haben. War das Lee? Oder Nightmare Bros. Vielleicht war es auch Seraphnid. Ach, der Schädel, genau. Der Phantom, den hat er tributet. So. Und jetzt kann er den Drachenhund. Ich hoffe, wir einigen uns jetzt darauf, dass das ein Drachenhund ist. Wachdrache. Gut. Beschwören, der auch wieder einen tollen Effekt hat. Nämlich den wieder was zu beschwören. Den haben wir hier. Wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, der eines deiner gelinkten Monster als Ziel wählt. Schnelleffekt. Du kannst diese Karte von deiner Hand oder vom Spielfeld auf den Friedhof legen. Annulliere das und du zerstörst. Das ist ziemlich gut. Du kannst ihn auch aus dem Friedhof verbannen und dann ein normales Monster im Friedhof wählen und das kannst du in Defense Position auf eine Zone, in eine Zone beschwören, auf die ein Link-Monster zeigt und du kannst diesen Effekt nur einmal pro Zug verwenden. Und den hat er noch nicht genutzt.
Nee. Ich hab's gewusst, Leute. Ich hab's gewusst. Er kann wieder was beschwören. Ja, kann wieder was beschwören. Hat dir das dein italienischer Gegner nicht verraten, dass er das auch kann? Nee, wahrscheinlich hat er das gemacht. Ich hab's nicht mitbekommen. Wahrscheinlich hat er das gemacht. Ich weiß nur, dass er sich irgendwann eine Zauberkarte gesucht hat und auf einmal lag da eine Christia. Und das war so mein Hauptproblem, das ich hatte. Ja, also wie dieser kleine Wachdrache, ja? Was der jetzt hier für Arbeit verrichtet. Drachenhund. Wir haben es noch Drachenhund. Jetzt darf er erstmal wieder zwei Karten ziehen mit Ningesu, weil zwei World Chalice Monster auf dem Feld sind. Ja, das klingt fair. Und eine, sagen wir mal, ein Kauz und alles ist wieder. Nee, ich glaube, dann ist das Spiel gelaufen. Ja gut, Joel ist ja auch runter auf zwei Handkarten. Er hat drei Handkarten, Entschuldigung. Wir haben ja gesagt, er hat noch die Light Stage in der Hand. Weil er eben schon die zwei Handtraps abgeworfen hat. Da muss jetzt einiges kommen bei ihm, ne? Ja. Was wünscht er sich denn jetzt gerade? Der Joel? Ja. Ich meine, nee, er hat eigentlich alles, um ins Spiel zu kommen. Ja. Ein Evenly matched. Hm. Hat er? Nee, das wäre das wäre der optimale Top-Deck. Das wäre das Weihnachtsgeschenk. Also was ich sehe von seiner Hand aus, er hat ja die Drohnen, Engage und eine Light Stage. Light Stage. Das heißt, wenn jetzt eine Set-Karte kommt, wie Red Reboot als Bluff, dann wird die natürlich erstmal gelockt durch die Lichtbühne. Er kann versuchen, sich Afterburner zu suchen. Das Monster-Removal der Himmelsjäger kann dann dadurch versuchen, entweder eine Negation, die sein Gegner hinlegt, oder den Firewall-Bounce rauszunehmen und also dann anfangen zu spielen. Mit das Schöne ist, dass also Light Stage bringt ihn ins Spiel. Ja. So. Und die Engage beschäftigt den Gegner. Ja, genau. So können wir es nennen. Und er hat Drohne, um sich noch mehr Karten zu holen. Er kann sich sogar theoretisch einen Anker suchen, aber er hat nicht genug Zauber am Friedhof, damit das Sinn ergeben würde, nämlich gar keinen. Gute Aussage. Also ja. Es sieht nicht schlecht aus für Joel, es sei denn, jetzt passiert wieder irgendwas, wovon ich keine Ahnung habe. Sieben Karten im Extradeck nur noch. Er hat schon 8 Monster aus dem Extradeck beschworen. Das ist ich habe leider nicht mitbekommen, ja, der Philipp hat doch 3 Karten gezogen, ne? Ja, mit dem 2 mit Julia. So. Oder? 2. Julia waren es 4 und ja, eine Backline 2. Was zwei. Hat er gezogen? Red Reboot und, glaube ich, noch ein Drachenhundi. Noch ein Drachenhundi. Okay, das ist nicht optimal. Oh, jetzt wird's. Da ist der Kaiju und der Kaiju ist sogar stark. Okay, ich glaube, wir nehmen alles zurück und Joel gewinnt. Ja. In diesem Turn. Nein. Ich würde ja sagen, das Game is over, aber immer wenn ich das in einem Spiel sage, dann. Ja. Katastrophe. Das ist eine beliebte Krankheit unter den Moderatoren. Da bist du nicht allein damit, keine Sorge. Ich hatte, glaube ich, fast immer Unrecht. So, jetzt hat er nur... Liegt da ein Warning? Ein Red Reboot liegt da. Ja, Red Reboot, das ja. ist natürlich stark gegen Karten wie Infinite Impermanence oder unendliche Unbestimmthaftigkeit. Unbeständigkeit. Das macht mehr Sinn, ja. In der Tat. Das ist das einzige Wort, was ich mir gemerkt habe. Also wenn wir jetzt bei so nur noch 3 Minuten auf der Uhr wären, dann wäre wahrscheinlich die beste Hand dreimal Wabuko gewesen, oder? Ja, du kannst bei Wabuko trotzdem noch Effektschaden bekommen, wie von Kracher. Ja, aber sind das 4000? Er hat ja die Nein. Soul Charge. Heißt er wirklich nur Kracher? Kracher. Kracher. Ist ja ein Kracher. Ist ein Kracher. Ja, da will nicht nach Wortlänge bezahlt werden, sondern nach Anzahl der Wörter ist das schon okay. So. Weil Feuerkracher geht so. Wäre auch nur ein Wort, ne? Er muss sich nicht mal den Afterburner suchen jetzt. Er muss nicht mal den Saryuya zwingend direkt zerstören. Er kann natürlich, was er auch macht. Was er auch macht. Macht mehr Sinn, weil er Hornet Drones auf der Hand hat. Muss ein Kaiju eigentlich, wenn er auf die gegnerische Seite beschworen wird, angreifen? Nee, das macht er nur, wenn er durch Slumber kommt. Ja, genau. Ne? Okay. So, also ein Zauber im Friedhof. Wir können ja so einen lustigen Zähler machen. Und jetzt kommt als erstes Drohne. Ja, ich meine, er kann ja jetzt einfach spielen. Er kennt ja alle Karten, die sein Gegner hat. Ja, außer die Set, aber die... Ja, die ist ja egal. Die ist ja tot. Ja, das weiß er nicht. Ja, die ist ja durch Lightstage angezählt und Lightstage sagt ja, dass bis zum Ende spielst du die Karte. Also ist sie doch richtig tot. Okay. Genau, die ist richtig tot. Okay, in Endphase kann man sie zwar noch aktivieren. Dann ist sie wohl egal. Aber wurde die nicht vorher noch gecheckt? Achso, in Response auf die Lightstage. Ja, genau. Oder was? Ah, okay. So. Ich dachte, er hat sie mal angetäuscht. Ja, Moment, ich überlege, ob ich die aktivieren will. Ach nee, kann ich nicht. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob er Hornet Drones zuerst aktiviert. Das wird an. Ich finde, das wird nicht so viel Sinn ergeben. Ich wüsste nicht warum, weil er sich dann zwingt, die Kagari und das Token direkt wegzulinken. Aber hat er nicht. Er kann hat Firewall er, hat er einen Anker auf der Hand? Nee. Nee, aber er kann einfach Firewall looten, jetzt fällt mir gerade auf. Er kann ihn einfach töten in dieser Runde.
Das geht das, nämlich das mit einer... Das klingt nach einem besseren Zug. Ja, doch, doch. Also ich bin noch nicht ganz überzeugt. Erklär es nochmal. Er hat dann gewonnen. Also, er hat gewonnen, wenn er es richtig spielt. Nämlich gibt es die Kombo, dass man aus Hornet Drones und Kandina einen OTK schafft. Okay. Indem man durch die Suche von Lycoris die Kandina wieder auf die Hand nimmt, einen Goblin beschwört, einen Albtraum-Ritter-Goblin beschwört, eine extra nochmal Summon bekommt, auf Firewall hochlinken kann und irgendwie kriegt man noch eine Lilibell aufs Feld. Und sobald man Lilibell hat auf dem Feld mit einem Firewall und eine Lycoris im Friedhof, ist Game Over. Er muss mit Engage noch eine Karte zum Discarden ziehen. Er hat ja eine Karte zum Discarden auf der Hand. Er hat ja den Afterburners, den braucht er ja nicht benutzen. Aus Disrespect kann er einfach am eigenen Kaiju den Gegner loopen. Kandina hoch, Lycoris, Kandina extra normal, Search Lilibell, Lilibell Summon. Die beiden... Ja, okay. Ja. Ob es jetzt für 8.000 reicht? Nee, doch, er hat ja nur noch 4.000. Reicht. Ja, die Frage er braucht keine 8.000 zu machen. Kommt er auf den Zug? Also kennt man diesen Zug? Oder ist der wieder zu ausgefallen? Also er überlegt schon sehr lange jetzt bei dem Zug. Ja, es muss eigentlich was passieren, ja. Knapp eine Minute. Nee, wenn es reicht. Wahrscheinlich kennt er den Zug nicht, denn dann hätte er ihn schon gemacht. Ja, dann hätte er schon angefangen wahrscheinlich, ja. Wir haben hier den Graveyard auf der linken Seite von Philipp Simon. Wie wir sehen, einige Karten am Start. Ganz viele aus dem Extra-Deck. Das Board, wie gesagt, sehr eindrucksvoll. Aber man kann es breaken. Wenn man weiß wie. Also das heißt, jetzt macht er den Kandina Normal Sunplay. Genau. Und sucht sich eine Lycoris. Ich weiß, wir sind nur stille Beobachter, aber auch der Joel braucht mir sehr, sehr lange in dieser Situation. Er führt mit Lebenspunkten. Ja, auf die Sachen muss man dieses Wochenende aufpassen. Das Interessante ist witzigerweise, dass die... wir haben ja die Leute, die die App bedienen und die sich auch schon Gedanken gemacht haben. Also ich sage, ich glaube, so langsam müsste was passieren hier. Ja. Weil im Grunde wurde jetzt nur eine Token-Karte aktiviert. Übrigens, ja, diese Combo, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut, alles gut. Also weil vor allem, ich dachte jetzt, ja, und die Token-Karte liest er sich jetzt durch, was ja auch kein Move ist in dem Sinne, ja. Diese OTK-Kombo mit Firewall und Kandina funktioniert nur, wenn der Gegner eine Zone hat, die er dir gibt, quasi durch Kagari oder Shizuku. Das benutzen alle im meisten Fall. Aber da liegt ja auch noch ein Sariuya, der auch eine Zone auf das Feld gibt. Denn wenn du den Goblin beschwörst, nutzt er seinen Effekt für die Extra-Sammeln. Und der sagt, was ich auch nicht wusste, ungefähr das ganze Turnier lang, was ich gespielt habe. Nur in die Zone, wo er hinzeigt. Und er zeigt nach links und rechts. Das heißt, in der Extra-Zone bringt er dir nichts. Das heißt, er braucht diese Zone vom Sariuya, um dorthin beschworen zu werden, damit man die Kandina daneben beschwören kann und sich eine... Okay, er macht was anderes. Er geht definitiv auf eine andere Taktik. Und das ist wohl die schlechtere Taktik, weil jetzt die Uhr weiterhin Tick-Tack macht Das Spiel vorbei ist. Hat er genügend Spells? Ja, klar. Zwei Drohnen und... Nein, aber wenn das Spiel Tick-Tack macht, ist das immer noch in Ordnung eigentlich, weil er hat ja mehr Leben. Ja, er ist im Live, ist noch sehr weit vorne, ja. Aber wobei natürlich die Frage ist, wenn er so lange für seinen Zug braucht, kann es natürlich auch sehr schnell passieren, dass der Schiedsrichter mal sagt, es ist sehr offensichtlich, dass er Kandina beschwören wird. Und auch der Move dauert 5 Sekunden. Ja. Ja, vor allem, es ist ja okay, wenn du zu Beginn deines Zuges dir ein bisschen Zeit nimmst, also jetzt nicht übermäßig, wenn dann der Rest des Zuges schnell geht. Aber er kann jetzt nicht mitten im Zug wieder überlegen, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Und das passiert ja letzten Endes gerade. Ja. Und es scheint so zu sein, dass Philipp jetzt sich auch schon beklagt. Also wir haben ja gerade, also wir haben noch eine andere Kameraperspektive, da sehen wir noch, was ein bisschen hinter dem Tisch direkt passiert. Das kann ich nachvollziehen. So. Ja. Das ist... Ja, jetzt ist er wieder am Extra-Deck checken. Ich meine, er kann einfach auf Borreload gehen, dann kann er sich den Kaiju wieder, er kann alles wegnehmen, was der Gegner hat. Wir haben hier die Info bekommen jetzt. Er hat eben ein Warning bekommen für Slow Play. Also da muss natürlich jetzt Joel auch aufpassen, weil dieses Warning, das klebt jetzt an ihm den Rest des Tages sozusagen. Ja. Also wenn er jetzt in der nächsten Runde länger braucht, dann wäre es nicht nur ein Warning, dann kann es aufgewertet werden, wäre es sogar ein Game Loss. Also das ist dieses Wochenende, ja, das passiert schnell.
Ja, genau. Und das ist auch ziemlich kritisch, weil wie viel Zeit hat der Gegner jetzt noch? Wie viel hat Philipp noch? Also wir hatten vorhin diese 17 Minuten. Diese Nachricht kam um 11.41 Uhr. Jetzt ist 11.58 Uhr. Das sind 17, wenn ich in Mathe aufgepasst habe. Also wir müssten jetzt gerade auf Timeout zusteuern. Wieso guckt er denn jetzt nochmal seinen Friedhof durch? Das ist er hat nur eine Kantine. Ja. Ich meine, er kann jetzt auf Griffin gehen, das ist tatsächlich eine Option, kann die Kandina discarden und sich wieder was aus dem Friedhof setzen. Am besten Scapegoats, oder war das im anderen Spiel? Ich glaube, er hatte keine Scapegoats. Nee, diesmal nicht. Er kann sich eine Startup-Engage vielleicht runtersetzen und die im nächsten Zug benutzen. Tja, und natürlich ist es auch so, auch wenn man das Warning für Slowplay bekommen hat, das heißt nicht, dass man danach plötzlich langsam spielen darf. Ja. Also es ist nicht so, hier ist dein Stempel, du hast deinen Eintritt bezahlt, jetzt kannst du die ganze Nacht in der Disco bleiben, genau. So ist es hier nicht. Ja, also wenn du weiterhin langsam spielst, dann gibt es einfach auch den Rauswurf aus der Disco in dem Fall oder aus dem Turnier, beziehungsweise aus der Runde, wir wollen mal nicht übertreiben. Wir haben jetzt durch das Warning, das gegeben wurde vom Judge, hat man gesagt, wir geben noch extra Zeit. Es sind jetzt aktuell noch 3 Minuten bis zum Timeout. Das heißt, es scheint wohl schon zu sein, dass Philipp noch einen Turn bekommt. Aber als du vorhin gesagt hast, er muss ja aufpassen, wir steuern auf die Zeit zu und wir noch gesagt haben, naja, wir haben ja noch 17 Minuten, das wird ja schon nicht relevant sein. Das sieht jetzt plötzlich ganz anders aus, ja, ehrlich gesagt. Seine Züge dauern. Ja. Das heißt, wenn er nicht plötzlich wie ein verrückter Battleface brüllt, sobald eine Sekunde noch auf dem Timer ist, sieht das für mich so aus, als würde er gar nicht in die Battleface kommen. Da ist jetzt der korrekte Move, dass man seinen Zug beginnt und dem Schiedsrichter sagt, sag mir 10 Sekunden vor der Battleface, wann die Zeit vorbei ist. Und ich möchte schon mal automatisch announcen, dass ich eine Sekunde vor Ende der Zeit in die Battleface advanced werde. Wie soll er bitte jetzt noch 5000... Ja, mehr. Also 5-3 zum Ausgleich und mehr, also 5-4 mindestens zum Sieg. Naja, Joel hätte ihn auch einfach töten können. Ne? Ja. Also vielleicht kriegt das ja auch hin mit einer World Chalice Combo, die ich nicht kenne. Ich glaube, wenn er es gemacht hätte, dann wäre es irrelevant. Diese ganze dafür sind seine Karten nicht italienisch genug. Da muss noch die du meinst, das können nur die? Ja, das könnten doch die speziellen Extra-Effekte sein, die du erfindest, während du live vom Italienischen in Englisch übersetzt bei deinem Gegner. Nein, er hat hier die Chosen bei The World Chalice und Lee. Das ist aber nicht der Bruce Lee, den er gerade gerauchen könnte. Aber auch er denkt zu lange nach für jemand, der keine Zeit mehr hat. Ja. Ja, das ist eine interessante Einschränkung für jemanden, der keine Zeit mehr hat. Und der hat absolut keine Option irgendwie. Also er kann jetzt auf Imduk gehen, kann den das böse Türmchen wieder beschwören. Jetzt wird er schneller. Oder er macht eine Links bei da. Aber welche Option hat er denn bitte noch? Mir fallen keine mehr ein. Jetzt doch wieder im Friedhof, habe ich jetzt was übersehen. Ach, jetzt kann er wieder... Jetzt kann er gar nicht beschwören, dann verliert Trickster. In die Zone... Ja, ich glaube, das ist... Das ist jetzt die absolut interessanteste Situation, beziehungsweise die entscheidendste Situation. Mit der alten Policy würde es hier alles ganz anders aussehen. Ja, dann wüsste natürlich, dass Philipp wüsste, er hätte in Anführungszeichen so viel Zeit, wie er braucht. Also ist er. Ja. Aber in dem Fall sagt er, nein, ich habe nicht mehr genügend Zeit, um jetzt diese Lifepoint-Differenz auszugleichen. Ich meine, auch wenn er es geschafft hätte, irgendwie ein Linkmonster, was nach unten zeigt, zu beschwören und dann vielleicht den Cerberus, damit er den zerstören kann und für 2-9 oder so anzugreifen, hätte ja nicht gereicht. Nee. Ja, aber hätte er, wenn er Infinite Zeit gehabt hätte, noch rauskommen können? Wir reden gleich darüber in unserer Post-Match-Analysis. Ja, hier sind wir wieder, live vom Kommentatorenpult. Wir haben eben Runde 1 gesehen, die genau bei 40 Minuten auf unserer Uhr aufgehört hat, plus 3 Minuten extra Zeit. Da sehen wir schon, die neue Policy funktioniert in dieser Situation sehr gut. Die Runden werden kürzer gemacht. Das ist natürlich die Frage, ob das im restlichen Turnier so ist. Wir wissen deshalb nicht ganz genau, wie viel Zeit wir haben. Wir können aber nochmal schnell die erste Runde Revue passieren lassen. Joel Rammershoven, der amtierende deutsche Meister, hat im ersten Duell kassiert. Das können wir wirklich sagen. Ja. Philipp hat ausgepackt. Joel hatte nichts gehabt, um irgendwie dagegen zu steuern. Wir hatten kurz die Diskussion, wer fängt jetzt die zweite Runde an. Das war dann Joel selbst. Die zweite hat er dann stark dominiert. Es ging ein bisschen hin und her. Ich glaube, es hatten beide Spieler jeweils 2 Züge. Ja, dem Philipp fehlten die Optionen. Da fehlten Philipp die Optionen. Ja, und dann kam da kleine Sündenböckchen und dann vorbei meistens. Genau, und jetzt waren wir im dritten Game, das eigentlich sehr gut für Philipp angefangen hat. Ja. Wir hatten noch 17 Minuten auf der Uhr, haben gesagt, das gewinnt er. Also jetzt, wenn man beide Hände anschaut. Joel kam dann zurück und hat aber in seinem Turn
10 Minuten gebraucht, so ungefähr. Und plötzlich war da die Life-Point-Differenz dank dieser Soul-Charge, die Philipp gespielt hat, waren dann 6.300, wenn ich mich nicht ganz irre, oder 5.300 Life-Point-Differenz zwischen zwei. Philipp kommt zwar wieder dran, aber hat jetzt keine Zeit mehr. Kann man das so festhalten oder hätte er es noch geschafft? Also wäre er dann noch rausgekommen aus der Situation? Ich glaube, also hätte er Infinite Zeit gehabt, bin ich mir ziemlich sicher, dass er es geschafft hätte, auf einen Borreload zu kommen, um dann den Topologic zu klauen. Aber das wäre jetzt nicht spielentscheidend. Immer noch nicht live. Obwohl der hatte Joel hatte keine Handkarten. Er hatte nur noch eine Kandina. Also es hätte, naja, es war noch spannend. Topdecks wieder sich reingrinden können. Ja. Aber ich glaube, das hätte er in Borreload beschworen, dass er dann schon den größeren Vorteil gehabt hätte, weil dann Joel gezwungen ist, eine perfekte Antwort zu ziehen. Aber auf der anderen Seite hast du ja gesagt, dass Joel in seinem ersten Turn im letzten Game auch schon hätte gewinnen können. Hätte er auf eine Combo gekannt. Genau. Die aber anscheinend auch noch nicht so mega bekannt ist. Nee, ich habe die auch nur ein paar Mal im Internet gesehen. Internet? Ja. Eine wilde Combo appeared. Ja. Und, aber es ist wirklich sehr wichtig und ich finde, es ist ziemlich spielentscheidend, dass man es schafft, aus dieser Zwei-Karten-Combo, die ja aus der dein halbes Deck besteht, direkt ein OTK zu bauen, wenn der Gegner Saryuya, Shizuku oder Kagari liegt. Aber gerade wenn der Gegner nur noch 4000 Lebensmittel hat, dann weiß man doch, dass man wenigstens mit Lilibell unheimlich viel Schaden drücken kann. Na gut, wir können auch mit dem amtierenden deutschen Meister nochmal drüber reden. Wir haben ihn hier in der Feature Match Area. Das heißt, wir sind sofort wieder zurück und machen dann ein Interview mit dem deutschen Meister. Ja, und hier sind wir auch schon wieder mit dem noch amtierenden deutschen Meister und vielleicht auch später deutschen Meister 2018. Wird schwer, aber Titelverteidigung gab es bisher noch nicht. Das ist mein Ziel. Ja, das musst du dir mal vornehmen für dieses Wochenende. Dem Joel Ramershofen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Das war ein hart verdienter Sieg letzten Endes. Also hätte auf jeden Fall, glaube ich, noch mehr machen können. Das Ding ist, ich habe das Deck vor 5 Minuten vom Turnier anstatt bekommen und ich wusste noch nicht ganz, was ich machen soll, aber es hat noch irgendwie funktioniert, mit Glück irgendwie, dass er den Topologic auch nicht richtig kannte, glaube ich. Ja, du wolltest eigentlich wieder Vintage Invoked spielen, wurde mir gesagt. Ja, genau, aber dann, mir ist das Studium halt gerade wichtiger, nicht Vintage Invoked, Magnite, Invoked, Brandy wollte ich spielen. Ja. Das habe ich auch letzte Woche in Dülm gespielt, wurde von 100 Leuten Vierter. Aber das ist doch schon deutlich stärker, dieses Deck. Und mir wurde das halt angeboten. Aber die Person, die es mir geben wollte, hatte natürlich heute verschlafen und hat es erst um 10:45 hierhin geschafft. Und ich hatte gar keine Zeit, mich leider mit dem Deck vorzubereiten, weil ich selber nicht wusste bis gestern, dass die Möglichkeit besteht. Aber ich hoffe, ich kann das Beste draus machen. Also auch als jemand, der sonst immer das Positivste im Spiel hervorheben möchte, ist es vollkommen okay, wenn dein Studium dir wichtiger ist als das Spiel. Natürlich, ja. Nur so, um das mal klarzustellen. Wir hatten im Game, also das erste Game lief ja nicht toll für dich offensichtlich. Keine Handtraps von 9 und ich konnte einfach nichts machen. Also. Ja. Das zweite Game, wir haben ein bisschen drüber gerätselt, willst du anfangen oder nicht? Ich wollte anfangen, natürlich. Also, weil wir hatten ja auch also gesagt, wenn ich keine Handtrap habe und er hat seine Combo, habe ich ja instant das verloren. Haben wir auch gesagt. Dein Side ist ja eher auf Going Second teilweise und die Shared Rides machen nicht so viel gegen World Chalice. Genau. Aber wenn er halt anfängt und alles auf den Tisch haut, dann kannst du nichts machen. Das ist schwierig, ja. Also gibt es Decks, gegen die du dann auch sagen würdest, ich möchte trotzdem lieber nicht anfangen oder grundsätzlich? Eigentlich will man immer First gehen, weil die Karten wie Reincarnation so sind so viel zu stark. Also, man sollte schon First gehen. Okay. Ja. Das hat sich wieder ein bisschen gedreht. Das war ja mal eine kurze Zeit lang anders. Und jetzt im dritten Game gab es tatsächlich die Situation, wo Leo als unser Resident Expert hier sofort gesagt hat, oh, das ist hier eine der speziellen Situationen, da gibt es ein OTK quasi für dich. Okay. Es gibt nämlich einen OTK, den du aus Drohne und Kandina machst. Ja, ich habe die ganze Zeit wieder gerätselt, wie da geht. Mir wurde das mal erzählt, aber wie gesagt, ich habe nicht getestet. Und dann irgendwann habe ich gedacht so, ey, warte mal, ich brauche ja noch die Licorice dafür im Friedhof. Lilibell, wie kriegt das eigentlich nochmal? Das geht mit einem Goblin, den du in die Zone beschwörst, die der Saryuya dir gibt.
Ja, aber wo kämen die Licorice dann her? Egal. Ja, ich erkläre dir das vielleicht später. Gibt es noch ein bisschen Coaching zwischen den Runden? Das ist erlaubt. Das erinnert mich kurz an eine Story, die Umo uns erzählt hat. Gemeint, da war ein japanischer Spieler hier in Deutschland beim Studieren oder so, kam in den Kartenladen rein, hat ein paar Brocken Englisch gesprochen und das hat halt natürlich gereicht, um sich dann auszutauschen über Yu-Gi-Oh! Und sowas wie Attack. Und was wir bei uns normal ist im Kartenladen ist, werden Karten getauscht. Was die japanischen Spieler tatsächlich machen, ist, sie tauschen Kombos aus. Also der hat dann quasi, ich habe hier eine Kombo mit diesen zwei Karten. Was möchtest du dafür? Das ist quasi so Tauschwert in Japan. Ja, hättest du dir mal überlegen können, was du dem anbieten kannst. Ja, vielleicht finden wir den für dich und er sagt dann zu dir, oder dann für Leo hat sofort das Geschäft erkannt. Da bin ich ja pleite danach, dann muss ich ihm ja für die Kombos ordentlich... Ja, oder du machst so eine Lizenzgebühr. Jedes Mal, wenn die Kombo ein Spiel holt, muss er dir dann irgendwie eine Super-Rare geben oder so. Das wäre auch eine Option. Ja, ich möchte euch nicht auf Ideen bringen. Wir haben, glaube ich, schon genügend Geier in dieser Community hier am Start. Okay, jetzt bist du mit dem Deck ausreichend vertraut, dass du sagst, das reicht, um weit zu kommen? Ja, wie gesagt, ich kenne halt jetzt diese Combo nicht, aber so ansonsten sollte es schon klappen. Ich meine, das Deck ist jetzt auch nicht so schwierig zu spielen. Mhm. Aber ja, ich denke mal, ich werde mich jetzt nochmal mit dem Oliver Lukenda hinsetzen. Schöne Grüße. Der spielt das Deck ziemlich perfekt und der wird es mir nochmal gerade ein bisschen erklären. Also ist halt aus der Not herausgeboren gerade alles, aber... Im dritten Duell hattest du jetzt ein Warning bekommen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Das heißt jetzt natürlich, du musst den Rest des Tages Gas ein bisschen aufpassen. Ja, ne? Das ist natürlich auch noch eine Geschichte. Es war jetzt letzten Endes spielentscheidend, die Timeout-Policy. Ist aber in so einem Deck, in dem du auch mal ein bisschen Burn-Schaden machen kannst, vielleicht gar nicht so verkehrt für dich. Ja, ich mache mir da keine Gedanken drum. Okay, spielst einfach deinen Stiefel quasi. Und eigentlich schon, ja. Okay. Macht aber Sinn, dass du ein bisschen länger gebraucht hast, wenn du versucht hast, die Combo zu finden. Von der ich wollte die Combo und ich habe überlegt, wie geht das nochmal? Aber dann dachte ich mir, okay, du musst ja mit Candina suchen und um noch eine zweite Normal zu haben, irgendwie sowas. Und dann war ich verwirrt so. War nicht ganz so leicht, ja. Naja, aber hat es ja im Effekt doch noch geklappt. Es hat geklappt, genau. Mit einem blauen Auge davon gekommen und dann ab Runde 2 verteilst du OTKs mit Combos. Ja, genau. Das ist dann kein Problem. Okay, Jungs. Wir sind jetzt mal kurz raus, müssen uns mit der Turnierorganisation absprechen, wann es hier genau weitergeht mit der nächsten Runde. Wir konnten gestern jetzt nicht so viele Sachen aufnehmen, wie wir das üblicherweise machen. Und mit nicht so viele meine ich gar keine. Das heißt, es ist nicht wie bei der YCS, dass wir euch zwischen den Runden jetzt noch viele Sachen zeigen können. Aber wir haben ja die neue Timeout-Regel, die dafür sorgen wird, dass die Pause zwischen den Runden sehr viel kürzer ist. Das ist also positiv für euch, die den Stream schauen. Und wir hoffen, wir sind dann bald wieder zurück mit dem Feature-Match von Runde 2 von der Deutschen Meisterschaft 2018.